Ja, die Lage in Syrien wird heute ganz sicher Thema sein beim G7-Gipfel, insbesondere auch die unklare Haltung der USA. Ich möchte noch mal sagen, dass dieser Angriff unter dem Motto erst Bomben, dann Fragen aus unserer Sicht völlig völkerrechtswidrig war. Es gab weder eine Anforderung der syrischen Regierung, noch gab es ein UN-Mandat. Hier wurde unverhältnismäßig und ohne große Begründung praktisch zu den militärischen Mitteln gegriffen. Im Übrigen auch bleibt die Zielsetzung nach wie vor völlig wirr. Einerseits sagt der Außenminister Tillerson, der Kampf gegen den Islamischen Staat steht im Vordergrund der US-Außenpolitik. Wiederum sagt die Botschafterin bei der UN, der Sturz von Assad ist das oberste Ziel der amerikanischen Außenpolitik. Ich denke, da werden wir noch einige Überraschungen erleben in den nächsten Wochen. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass bevor überhaupt irgendwas geklärt ist, Frau Merkel und Frau von der Leyen schon Verständnis für diesen Angriff geäußert hatten, ihn sogar gerechtfertigt haben. Das halte ich für völlig unverhältnismäßig. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, was Merkel und von der Leyen da treibt. Offensichtlich wollen sie gern wieder an der Seite dieser unkalkulierbaren amerikanischen Außenpolitik stehen. Ich muss Gabriel ausnahmsweise mal recht geben, wenn er sagt oder wenn er die USA vor der weiteren Eskalation des Konfliktes warnt und dass er sagt, alle beteiligten Parteien müssen unbedingt an den Verhandlungstisch. Genau unsere Position. Man muss aufhören mit Bomben. Man kann keine militärische Lösung erzwingen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die beteiligten Länder, insbesondere Iran, Syrien, Russland, die Vereinigten Staaten, müssen an den Tisch und sie müssen nach einer Verhandlungslösung suchen. Das ist der einzige Weg, den es in dieser Frage geben kann. Wir erleben gerade, dass Trump weiter durch seine Amtszeit schlingert und diese Unkalkulierbarkeit hochgefährliche Züge annimmt. Ich bin sehr besorgt über den Einsatz einer Flotte in Nordkorea und ich glaube, wenn er, oder eines Flugzeugträgers, Entschuldigung, ich glaube, wenn er wirklich überlegt, dort einen Präventivschlag zu machen, was man ja nicht ausschließen kann, wäre das brandgefährlich. Weil dann würde nicht nur ein weiterer Konflikt mit Russland dazukommen, wie wir es jetzt bei Syrien erleben, sondern es würde auch ein Konflikt mit China dazukommen, weil das werden die sich auf keinen Fall gefallen lassen. Auch dort ist Kanonenbootpolitik nicht die richtige Antwort auf einen verrückt gewordenen Diktator, der dort natürlich auch mit dem Feuer spielt, aber wie gesagt, die unkalkulierbare Politik ist brandgefährlich. Wir werden auf alle Fälle als klare Alternative zu den Friedensmärschen in Ostern aufrufen und uns aktiv an den Ostermärschen der Friedensbewegung beteiligen. Heute Nachmittag trifft sich Frau Merkel mit den Spitzen internationaler Finanzorganisationen wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und einigen anderen. Wenn wir zwar, oder nun blickt die Welt auf akute außenpolitische Krisenherde, die für einige tragischerweise militärische Lösungen auf den Plan rufen, aber natürlich schwellen in der Tat auch immer noch die Wirtschafts- und Finanzkonflikte, die dringend gelöst werden müssen und wo eigentlich die Chefs der Finanz- und Wirtschaftsorganisationen endlich liefern müssten. Ich nenne nur, Griechenland ist nicht gelöst, der Brexit steht uns bevor. Wenn es wirklich zu einem harten Brexit kommt, wird es wirtschaftliche Folgen sowohl für die Europäische Union, aber noch stärker für England haben. Die Eurokrise ist noch nicht gelöst, die Regulierung der Finanzmärkte ist nicht gelöst. Wir wissen nicht, ob wir nicht vor einer neuen Finanzblase stehen. Und Deutschland trägt zu diesen wirtschaftlichen Ungleichgewichten mit seinen dramatischen Exportüberschüssen
weiter bei. Diese Exportüberschüsse müssten dringend abgebaut werden. Wir sagen, indem hierzulande mehr investiert werden müsste und die Löhne dramatisch steigen müssten. Wenn diese Exportüberschüsse nicht auf positive Weise abgebaut werden, werden sie sicher auf negative abgebaut über Schutzzölle oder über Isolationstendenzen. Ich glaube, das ist nicht wünschenswert. Natürlich sind die Exzesse des Finanzkapitalismus auch keineswegs beseitigt. Also hier wäre einiges zu tun, aber ich habe die Befürchtung, dass nicht besonders viel herauskommen wird. Gespannt dürfen wir sein, was konkret herauskommen soll bei Herrn Schäubles Ankündigung von Steuersenkungen. Er hatte ja gesagt, er will 15 Milliarden an die Steuerzahler weitergeben. Das Programm ist äußerst dürftig und ist im Übrigen auch falsch. Dadurch, dass er gesagt hat, er will auch den Spitzensteuersatz später anfangen lassen, was im Übrigen bei unserem Konzept auch vorkommt, aber dann eben ein höherer, ist zu befürchten, dass für die unteren und mittleren Einkommen nicht besonders viel übrig bleiben wird. Wir werden sehen, dass diese Steuerreform zu keiner spürbaren Entlastung in diesen Bereichen führen wird. Dazu ist es ein falscher Ansatz. Es ist ein falscher Ansatz, praktisch Steuermittel dazu zu verwenden, Steuern abzusenken, ohne das gegen zu finanzieren. Es ist in der Tat, ist dieses Geld besser aufgehoben für gebührenfreie Bildung, Kindertagesstätten, für den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, Bildung, Erziehung und Gesundheit und auch zum Ausbau der maroden öffentlichen Infrastruktur. Wenn man Steuersenkungen machen will, und das sind wir ja dafür, dass untere und mittlere Einkommen entlastet werden, dann muss man das aufkommensneutral machen. Und aufkommensneutral kann man es nur machen, wenn man hohe und sehr hohe Einkommen, es geht hier nicht um Vermögen, sondern um Einkommen, stärker besteuert, dann kann man seriöserweise untere und mittlere Einkommen deutlich entlasten. Unser Steuerkonzept sieht da ganz andere Summen vor, wie dies Schäuble erwarten lässt, nämlich bei einer Verkäuferin mit 1700 Euro 130 Euro Steuerrückzahlung im Monat und bei einem Durchschnittsverdiener mit 3400 Euro 211 Euro im Monat. Ich finde, über solchen Summen, da würden die Leute wirklich was spüren. Und wir sagen auch, den Spitzensteuersatz später ansetzen, nämlich mit 86.000 Euro. Schäuble will es bei 60.000 machen, aber dann eben auch höher. Und ich finde, wer so viel Geld verdient, kann auch etwas mehr Steuern bezahlen. Schäuble ist also hier auf dem falschen Weg. Im Übrigen auch mit dem Soli-Zuschlag. Er will ihn bis 2030 beenden. Ein falscher Weg, wenn wir wissen, dass es heute eben viele strukturschwache Regionen in Ost und West gibt. Wir bleiben bei unserem Vorschlag. Wir bräuchten den Soli-Beitrag weiterhin, um Infrastrukturpolitik zu machen. Wir haben im Ruhrgebiet verarmte Regionen, wir haben im Osten immer noch verarmte Regionen. Hier müsste in der Tat Geld in die Hand genommen werden, um dort die Leute aus der strukturellen Schwäche herauszubringen, wirtschaftlich und sozial. Dafür brauchen wir den Soli-Beitrag weiter, aber nicht als reiner Ostbeitrag, sondern wie gesagt für strukturschwache Regionen in Ost und West.